Hallo, hier ist der zweite Teil von den Zwillingsflammen zur Eclipse, zum Mond, Vollmond jetzt hier im Oktober. Ihr seht, die Sonne geht auf, ich genieße das voll. Es ist so genial, wenn wir die Jahreszeiten haben, Mond, Herbst, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, Sonnenwende, Wintersonnenwende. Ich sehe jetzt wirklich, wenn ich zum Balkon rausschaue, wie die Sonne wirklich bei mir runtergeht, wo das Meer ist. Es ist so genial. Zu den Zwillingsflammen. Und zwar uns hat man hier auf der Erde lernen wir, die Liebe zu leben, die Liebe zu lernen über die Liebe zu uns selbst und zu anderen. Und uns wird eingeredet, dass wenn wir eine Familie haben, eine Blutsfamilie, das übers Blut, die DNA des Blutes ist, dass das stärker ist als alles, als Wasser. Oder wie heißt es? Familienblut ist stärker als, ich glaube, Wasser. Was aber eigentlich Blödsinn ist, weil im alten Atlantis wurde unsere DNA verändert. Unsere DNA wurde versiegelt und wir wissen alle, dass unsere medialen Fähigkeiten in den zwölf DNA-Verbindungen, in den Proteinverbindungen liegt, wo unsere Medialität, Telepathie, Telekinesis, Levitieren, Transformieren, Formwandeln, das liegt in der DNA und die wurde im alten Atlantis wurde das uns versiegelt. Und in dieser Versiegelung kam dieser Fall zustande und ihr wisst, dass im alten Indien, im Sanskrit und in vielen anderen Schriften wurde von einer Atombombe gesprochen, aber diese Atombombe ist auch eine Atom, also eine Implosion, eine Fusion, wo auch etwas entsteht wie eine Kernspaltung. Eine Atombombe ist eine Kernspaltung. Was ist aber da passiert? Die Zwillingsflammen, das männliche und weibliche, was ja auch Süd- und Nordpol ist, wo immer alle sagen, die Pole verändern sich. Das war eine männliche und weibliche Einheit, die wir waren, wurde gesprengt. Das ist diese Atombombe, das ist dieses, was hier geschehen ist auf der Erde, dieser Fall, wo die DNA von der dunklen Materie, und das ist das Erdmagnetfeld, das ist ganz wichtig für die Erde, dass das in einer Harmonie ist zwischen männlich und weiblich. Das wurde umprogrammiert durch die Spaltung der Zwillingsflammen, das sind diese gefallenen Engel. Und dadurch wurde die DNA versiegelt und falsch programmiert mit Fehlinformationen, mit Lügen, was Liebe ist. Liebe ist aufopfern, Liebe ist leiden, Liebe ist am Kreuz sich festnageln. Liebe ist, andere bevorzuziehen, bevor man sich selbst bevorzugt. Diese ganzen Lügen, ich muss um Liebe kämpfen oder diese Angst vor Männern, ja, oder die Angst vor dem Weiblichen, anstatt wieder zu sagen, hey, das Weibliche hilft, das Männliche hilft, wir bilden eine Einheit, wir sind ein Team und nicht Feinde. Es ist so wichtig, das ist so wichtig. Wir sind ein Team und nicht Feinde, ganz wichtig. Der Weg ist frei für die wahre Liebe, wenn die innere Flamme, wenn das innere Feuer in uns wieder leuchtet. Und das ist das Vertrauen in uns und dadurch erschaffen wir aber Frieden im Außen. Wie die im alten Griechischen, wo die olympische Flamme, Zwillingsflamme, die Flamme in uns, das Christusbewusstsein, weil wir Kristalle sind, wieder dass die Flamme alles verbrennt, dass wir so erhitzt werden, dass wir wieder zu Kristallen werden. Und diese Flamme, das ist die heilige Liebe, das ist dieses heilige Feuer. Und als die Engel gefallen sind, ich liebe es, die Vögel kommen immer. Hört ihr das? Hi, Bobby! Oh, die sind so süß. Das sind die Vögel, die haben so einen kleinen, wie bei den Andromedanern, so diesen Irokesenschnitt, die sind so süß.
Die kamen sogar neulich bei mir in die Wohnung reingeflogen und sind dann wieder raus. So schön. Und wenn ihr mal anschaut, den Phönix, der entsteht aus der Flamme. Er stirbt, um in der Flamme neu geboren zu werden. Aber bevor er überhaupt der Phönix ist, ist er der Pfau. Und der Pfau hat diese, wenn er um die Frau buhlt, öffnet er diese Federn. Und die Zwillingsflamme, ein typisches Krafttier für die Zwillingsflamme ist der Pfau. Das heißt, er öffnet seine Flügel, seine Schönheit, er zeigt sich, er macht diesen wunderschönen Tanz. Und dann verbindet er sich mit dem weiblichen und männlichen in sich. Das heißt, diese Kreativität, die in deiner DNA ist, deine medialen Fähigkeiten, die wachen jetzt alle wieder auf. Und diese Siegel, diese Blutsiegel, die wir haben, die uns an dieses Blutsfamilie bindet, das darf auch heilen und rausgelöst werden, dass wir uns wieder mit unserer inneren Flamme verbinden können, dass wir unsere innere Wahrheit wiedersehen und unsere innere Liebe und unser inneres Vertrauen. Und Verbindung und Anbindung zur inneren Quelle, zu unserer Essenz, zu unserem inneren Geist wieder haben und herstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und als wir in dieses Magnetfeld gezogen worden sind, waren wir gefangen in dieser Materie und das ändert sich wieder, weil wir die Dinge, die DNA bricht auf, wir aktivieren uns wieder und das sind Aktivierungen, die nicht von Menschen kommen, sondern die aus der Natur entstehen. Deswegen schau immer bitte, zu wem, zu welchen Heilern gehst du. Die mit den alten Energien arbeiten, wo Tiere geopfert werden oder wo Blut geopfert wird oder wo du dich opferst, wo du leidest, um in eine Aktivierung zu kommen. Du musst nicht leiden. Du gehst die Prozesse durch und dann aktivierst du dich, um dann in deine volle Kraft und Potenzial zu kommen, wo du in dir das Männliche und Weibliche wieder in eine Einheit bringst, die Liebe zu dir. Wo du dem Männlichen in dir vertrauen kannst und wo du dem Weiblichen in dir vertrauen kannst, wo das Weibliche und Männliche in sich wieder eine Familie bildet. Und das ist auch die Seelenfamilie, die hier auf der Erde wieder ganz stark aktiv wird, wo einfach wir Sternensaaten, dass wir aufwachen und uns verbinden. Denn wenn du in dir erkennst, dass du ein Licht bist, eine Flamme und wir auf allen unterschiedlichen Teilen der Erde aufwachen, dann kreieren wir das wahre elektromagnetische Gitternetz der Erde, das hochschwingend ist, das uns Heilung bringt, das uns Licht bringt, das uns Frieden und Vertrauen bringt und eine Gemeinschaft. Das ist die wahre Gemeinschaft und nicht das, was die alte Materie, dunkle Materie erschaffen hat, ein elektromagnetisches Feld, wo Menschen ausgesaugt werden und manipuliert werden, wo Menschen in der Angst leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Pyramiden, die sind positiv. Sie waren positiv, bevor sie diese alte Materie erschaffen haben. Oder ja, es ist eigentlich entstanden durch diese Spaltung, diese dunkle Materie. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn für euch macht, aber ich weiß, die Menschen da draußen, die diese Informationen, dieses Erbgut in sich tragen und diesen Siegel haben, die wissen, von was ich spreche. Und die innere Flamme darf wieder brennen. Diese innere Flamme darf aufbrechen, sodass dir Schmerzen, diese Erinnerungen an Schmerz heilt und dass der Vogel, der fliegen kann, aus dem Käfig geht und erstmal wieder lernen muss zu fliegen, sich zu entfalten und diese Flügel zu öffnen, damit wir wieder fliegen können und wir lernen. Deswegen heißt es ja, gib deinen Kindern Wurzeln zum Wachsen und Flügel zum Fliegen. Und wir, die Kinder dieser Erde, wir lernen wieder, unsere Wurzeln wachsen zu lassen in der wahren Mutter Erde und Flügel zu haben, damit wir fliegen können und aufzusteigen zu Vater Himmel. Das sind ganz, ganz wichtige Informationen und dass wir lernen, wieder mit der Schöpfungsenergie in uns in Verbindung zu treten, nicht außerhalb von uns, sondern in uns. Und das ist das Geheimnis, ist der heilige Gral, die DNA in uns. Genau, deswegen, das ging auch um diese weibliche Kraft, die Marienenergie, als man ganz viele Frauen getötet hat, weil das in der DNA gespeichert war. Das war dieses heilige Blut, diese Blutslinie, diese königliche Blutslinie, der heilige Gral, das liegt ja in uns, im männlichen und im weiblichen.
Und ich denke schon, dass es mit viel an der weiblichen Kraft in uns liegt, an der Göttin in uns, im Mann und in der Frau. Ganz wichtig, man hat die Frauen getötet, aber das Weibliche ist ja auch im Männlichen, dass wir wieder erkennen, dass das Weibliche in uns keine Angst hat vor der Medialität, vor der Spiritualität, dass wir uns öffnen und uns wieder in die wahre Natur begeben, zu uns, in uns, das, was wir sind. Wahre spirituelle Wesen, göttliche Wesen. Wenn du Hilfe brauchst oder gerne Unterstützung hast in deinem Leben und du das einfach wieder zulässt, dann erlaubst dir, du kannst dich auch gern bei mir melden. Und ja, ich glaube, die Information war wichtig. Und ich freue mich auf euch. Ah, im November kommt der zweite Teil raus bei Time to Do. Da geht es um das Thema innere Meisterschaft. Das Thema im Oktober war bei Time to Do, da hatte ich ein Interview. Wir Sternensaaten und unsere DNA und sind wir die Aliens oder sind die unter uns? Ihr könnt ja die ganz gern anschauen. Ich werde es auch posten und ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.